Neulich hatte ich ein Gespräch mit meinem Vater. Er sagt, dass meine Generation nicht mehr wisse, was zu tun sei. In den Zeiten der Wirtschaftskrise wären früher schon längst im Glück auf der Straße, um zu kämpfen für die Freiheit und die Revolution. Dank stattdessen hängen sie rum, sind mit Job und Bequemlichkeit. Hängen rum ohne Motivation, ja, ich gebe zu. Da hat er irgendwo schon recht, denn in Zeiten der medialen Kommunikation werde ich schwer, den Überblick zu behalten und zu wissen, was ist gut und was ist schlecht. Und so besteht das Leben von viel. Nur noch ein paar Kicks und Beine in den Lampen, falls die Grund sich gar nicht jeder treten. Um auf mich hinzudenken, werden langsam schlaff und dumm. Doch ich glaub, nein, ich bin mir sicher, dass es längst nicht alles ist. Denn wenn ich mich mit meinen Freunden unterhalte, merke ich, dass da etwas ist und vieles lässt es nicht kalt. Denn wenn ich dann die Leute von damals anschaue, alte Typen, 68er Generation, denk ich mir, ja, da ist sowas vor, denn sie haben heute gemacht und sie schwimmen mit dem Strom, ja, die Träume. Das schon. Heute schwärmen wir von technischer Produktion. Wir werden sie das erlassen, wir füllen nur eure Funktion. Ja, ich gebe zu, etwas hat das Ganze schon gebracht, denn sonst hätten wir wohl heute keine Frau an der Macht. Doch wenn ich den Dach und Dach mit dem heute vergleiche, denn es ist immer noch das Geld, das die Welt zusammenhält. Der einzige Grund dafür, die Masse wirklich zählt. Und die Massen werden jeden Tag mit Druck gequält. Medien sagen an, wie man sich denn so verhält und so pflegt. Viele nur vor sich hin haben aufgehört zu fragen, und die das Leben sind. Und das einzige, was übrig bleibt von ihnen auf der Welt, ist ein toter Körper, der langsam verfällt. Ihr habt geträumt von einer Revolution, Veränderung der Masse. Wen interessiert das schon? Heute schwöre ich auf Technik-Evolution. Werden Sie das erklassen, erfüllen eure Funktion. Doch ich weiß noch, ist nichts verloren, denn die größte Revolution wäre zuerst ein Coffee-Bot. Und so sind sie hier, mal ich drehe die Ohren an, denn ich weiß, ich glaub es nicht, wie jetzt sind wir ausgefallen. Um den Deutschen zu überleben, die Leute sich erheben, sie spüren, wie die Erde geht, sie spüren, dass man wirklich lebt. Sie sind zu viel fern, wie alle Menschen und die Sonne. Wenn ihr es wirklich wollt, ist der Tag vielleicht schon morgen. Ihr habt geträumt von einer Revolution, Veränderung der Massen, wen interessiert das schon? Heute schwöre ich auf Technik-Evolution. Werden Sie das erlassen, wir füllen eure Funktion. Ja, ihr habt geträumt von einer Revolution, Veränderung der Massen, wen interessiert das schon? Heute schwöre ich auf Technik-Evolution. Werden Sie das erlassen?